Mein Name ist Tobias Zehnder. Ich arbeite seit 5 Jahren bei der Victorinox als Key Account Manager und habe seit einem Zeitchen Rückenproblem und bin darum sehr froh, wenn ich an der Balance Time teilnehmen kann. Wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, dann bin ich froh, wenn ich 2-mal im Tag an dieser Balance Time teilnehmen kann, dass man sich ein strecken kann, lockern und so wieder konzentriert an die Arbeit kann. Wenn ich unterwegs bin, mache ich eigentlich genau das Gleiche und strecke mich auch dort von Zeit zu Zeit ein bisschen durch. Mein Name ist Andrea Speck und ich arbeite in der Abteilung Verkauf Färbeartikel und bin dort im Kundenservice tätig. Zusätzlich bin ich auch Instruktorin von der Balance Time. Wir machen in dem Büro Balance Time 2-mal am Tag. Das heisst am Morgen um 8 Uhr und am Nachmittag um 2 Uhr. Ich schaue, dass ich in der Balance Time Übungen einbauen kann, die uns entlasten. Das heisst, speziell wenn jemand Beschwerden im Rücken hat oder den Handgelenk, dann schaue ich, dass ich das kurzfristig mit einbeziehen kann. Neue Übungen schaue ich ab in anderen Abteilungen oder fasse etwas auf in Zeitschriften. Bei uns im Büro kann es natürlich auch mal etwas hektisch zu und her gehen. Und genau in solchen Situationen bin vor allem ich sehr froh, wenn ich mir kurz die 5 Minuten Zeit nehme, mit meinem Team zusammenstehe und dann 2-3 Übungen mache. Nur schon mit einer Konzentrationsübung oder Entspannungsübung geht man nachher schon wieder viel anders an die Arbeit zurück. Sehr viele Leute von der Victorinox arbeiten auch in der Produktion. Dort ist es natürlich sehr wichtig, dass wir die Balance Time auch einführen. Gegenüber von uns machen die das 2 bis 3 Mal am Tag, weil die sehr viel die gleiche Arbeit machen. Mein Name ist Isaura. Ich arbeite in der Victorinox seit 35 Jahren. Ich freue mich auf Balance Time. Balance Time ist etwas sehr Positives. Es tut uns gut, freut mich. Und das ist vorher, als ich Probleme mit der Hand, Verschlaffungen hatte, und seit Balance Time machen, fühle ich mich wohler. Und unsere Gesundheit, vor allem die Bewegung mit den Händen, das wird ganz anders und sind wir voll motiviert. Mein Name ist Robert Heinzer, ich bin 57, arbeite seit 23 Jahren in der Victorinox. Meine Aufgabe ist die Verantwortung über die Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Wir haben im Jahr 2001 die Alexander-Technik eingeführt, weil wir viele Mitarbeitende hatten, die gesundheitliche Probleme mit sich getragen haben. Die Alexander-Technik ist eine gesamtheitliche Betrachtungsweise von Menschen. Und wir haben mit dem Rahmen dieser Alexander-Technik die sogenannte Balance-Time eingeführt, wo Menschen nach einer Arbeitsbelastung wieder in einen Ausgleich, in ein Gleichgewicht bringen sollen. Am Anfang haben wir ein bisschen Widerstände gehabt, die haben wir aber schnell durchbrechen können, indem unser Seniorchef als Vorbild eben auch mitgemacht hat. Seitdem ist das ein integrierender Bestandteil im Arbeitsleben wie jede Pause. Wir haben sehr viel Erfolg mit dieser Alexander-Technik, indem wir unsere Ausfallstunden haben können, um mehr als die Hälfte senken. Wieder fleissig und trainiert. Ja, ich probiere noch immer. Darf ich dir schnell etwas zeigen? Ja, sehr gerne, ja. Wenn du den Oberarm aufnimmst, dass er ganz parallel zum Boden ist, dann wird die Übung viel besser. Ah, danke vielmals. Wollen wir gerade mal umsetzen, wobei du es dir dann mehr, he? Ja, das ist eben gewollt. Das kommt manchmal auf wenige Zentimeter von. Viel Glück. Super, danke dir, gell? Ciao, Röbi. Yes.